Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Oberschwarm im LS22. So, hier steht noch unser Fend vom Kalken von gestern. Da können wir mal abbauen. Den Kalkstreuer brauchen wir auch gerade nicht. Ja, ich habe etwas Zeit verstreichen lassen. Wir haben es jetzt 14.22 Uhr. Wir müssen mal kurz zu den Kühen reingucken und gucken mal, ob die noch was haben. Auf jeden Fall müssen wir da jetzt ausmisten als allererstes, sehe ich gerade. Dazu schnappen wir uns die die Schubkarre hier. So. Ja, ich habe blaue Schuhe. Und werden erstmal ausmisten ein bisschen. Warum ist das mit dem Lenkrad so komisch? Ah, ich habe das Lenkrad komisch eingeschlagen gehabt. Okay. Also, dann gucken wir mal, ob wir hier durchpassen. Ja, sieht gut aus. So, und dann drücken wir STRG Z und dann wird sich dementsprechend der Mist hier reingeladen. Wenn wir jetzt wieder aufhören, dann Arm zurück, bitte. So. Dann weiter geht's. Werden wir den Mist da abladen und dann später als Düngung verwenden. Ich glaube, da müssen wir dann uns auch noch etwas besorgen. So, dann schmeißen wir einfach da in die Ecke. Und so sieht dann unser Tag heute aus. Am besten schmeiße ich ihn nicht wieder zurück zu den Kühen. Mit der Steuerung der Schubkarre muss man noch etwas klarkommen. Nein, vor... Ja, aber das wird uns jetzt auch noch zwei Minuten beschäftigen. So, mein Plan ist heute, vielleicht ein bisschen Futter einzukaufen für die Tiere. Weil wir für die Tiere ehrlich gesagt nicht so viel Futter haben. Tatsächlich. Und noch ein bisschen einstreuen auf jeden Fall. Und vielleicht kaufen wir uns da mal noch irgendwie... Einen Wagen oder so und müssen auch mal noch den Raps verkaufen. Ich glaube, den verkaufen wir dann erst im Dezember, weil er da gerade gut ist. Aber ich glaube, wir müssen dann nochmal nachhelfen bei dem Mist. So. Und dann drücken wir nochmal STRG Z. Jetzt habe ich hier dummerweise halt ein bisschen was daneben gekippt. Einmal zurück. Nochmal zurück und dann passt das. So, dann müssen wir nämlich kurz das Ding holen, aber das mache ich später. Schubkarre kann ich hier stehen lassen. Holen wir kurz unseren Anhänger. Kriegen wir da Heu drauf? Können wir den modifizieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen da so ein... Ich gucke mal schön im Katalog, aber ich glaube, wir können den nicht konfigurieren, oder? Anhänger... Wir können auch so einen selbstgebauten Anhänger nehmen. Hier ist der Krone, den kriegt man nicht irgendwie als Ballenwagen. Was ist das? Holztransporter? Nee. Ja, okay, und das ist so, jetzt startet hier wieder das Große. Nee, wir brauchen eigentlich nur einen Palettenwagen. Gibt's den hier bei Diversus? Nein. Ja, was mache ich denn da? Kleiner Anhänger. Ich möchte einfach nur einen Palettenanhänger haben. T-Transport, Tieflader, Auflieger. Nee, Tieflader ist auch nicht. Gut, dann gehen wir einmal zu den Anhängern rein und werden uns hier... Ist zwar kein Krone, aber den machen wir jetzt... Kurz bisschen Krone designmäßig. Abdeckung, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen auch diese Bordwände dann nicht. Ah, nee, warte mal. Der war dann aber bei irgendwie Ballentransport. Hier war der drin, ja, genau. Den möchte ich haben. Den nehme ich da so in Krone Design. Verlängerung brauchen wir keine. Nummer brauchen wir keine. Anhängerkupplung hinten brauchen wir auch nicht. Ich glaube, das Gestell ist auch grün. Das Holz ist so... Also die Art.
Der Rahmen ist. Nee, so dunkelgrün ist er nicht. Warte, ich muss mal gucken, wie die den hier gemacht haben. Doch, der Rahmen ist tatsächlich auch grün. Gut, dann werden wir jetzt heute wahrscheinlich die Folge damit verbringen, hier einen Ballenwagen zu kaufen. Wir nehmen die Breitreifen, wobei Reifen wären eigentlich egal gewesen. So, Holzfarbe. Ja, ist eigentlich okay, passt. Verlängerung braucht man nicht. Narbenfarbe. Hier Rahmen. Nehmen wir den hier. So, und dann, wie heißt der Krone-Anhänger? Der heißt 43, der ist 43. Dann nehmen wir hier einfach 44. Dann geht sich das nämlich auf. So. Und dann muss ich jetzt mal kurz gucken, was kann man denn zum Shop mitnehmen, was wir nicht brauchen. Machen wir da mal wieder zu, dann büxt das keine Kuh aus. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Frontlader. Ich glaube, ich fahre aber trotzdem mit dem Fendt hier, mit dem 720. Und werde mir unten wahrscheinlich vom Maschinenring oder. Nee, Quatsch, der heißt nicht Maschinenring, der heißt Landhandel Haber. Ich habe wirklich zu viel Yogi geschaut. Egal. Den müssen wir jetzt noch kurz warm laufen lassen. Halt. Nicht einfach so vorausfahren. So, jetzt lassen wir den kurz warm laufen. 1,4 Stunden hat er schon drauf und dann werden wir mal unsere Ballen kaufen. Setzen wir den Lieferpunkt mal wieder zurück. So, wir brauchen. Oha. Wir müssen erst mal gucken, ob wir das Geld dazu haben. Oh, wenn wir einen Kredit aufnehmen, würde ich jetzt nicht wollen. Weil. Machen wir jetzt mal nochmal hier auf Touren. Weil wir müssen ja unseren 500-Euro-Kredit noch irgendwie hier abbezahlen. Ich glaube dann. Wir müssen, glaube ich, nochmal einen Kredit. Ach, scheiße. Ich habe ja den Kredit noch voll ausbezahlt. Ich glaube, wir müssen ein Fahrzeug tatsächlich verkaufen. Den mittelgroßen Traktor, den brauchen wir tatsächlich jetzt nicht, weil wir haben den großen. Dafür kriegen wir 49.000. Das, ja, machen wir jetzt. Der hat nur 1,5 Stunden und der hier hat 1,4. Der hat zwar weniger PS, aber wir brauchen hier den nicht. Deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen Geld drauf. So. Rein theoretisch könnten wir auch den verkaufen, aber nee, ich lasse den jetzt mal hier, weil das ist mein erster Traktor gewesen und ich möchte den nicht unbedingt jetzt so verkaufen müssen. Der darf jetzt noch ein gutes Stück davon sein. So. Ich muss gleich mal kurz gucken. Ich glaube, der Anhänger wurde hier nicht hergespawnt. Warte. Anhänger, wo bist du denn? Okay, Anhänger wird nicht angezeigt. Komisch. Ah doch, ja, Kacke. Gut, dann nehme ich den Anhänger einfach mit. Und fahr einfach mal im Schnelltempo runter zu meinem zu den Ballen, die wir uns jetzt kaufen werden. So. Ja. So. Und dann würde ich sagen, erstmal richtig Richtung fahren. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder am Shop unten und kaufen unsere Ballen und ja, werden dann uns noch die Viecher füttern. Ich meine natürlich die Tiere. Kurz mal reingeworfen, dieses Feature finde ich auch cool mit diesen Pfützen. Wow. Dass eben quasi eine Wasserplane so entlang gelegt worden ist, oder glaube ich zumindest, dass es eben auch zu solchen Wasserpfützen kommt. Das finde ich sehr gelungen von Yogi. Und so, jetzt fahren wir hier erstmal zu unserem Händler des Vertrauens, zum Landhandel Huber,
aber. Hier heißt der Huber und da heißt es Landtechnik, aber. Und hier heißt es Fördertechnik. Wir stellen unser Fahrzeug einfach mal. Schauen, dass es natürlich gerade steht, dann wird es nämlich mit dem Einladen einfacher. Einfach mal. Ja, hier hin. Schalten den Motor ab und ja, aussteigen und dann gehen wir einmal, latschen wir einmal zum Händler rein, zum Herr Hab, Herr Haber. So, ist jemand da? Hallo? Ich glaube, da kommt gleich jemand. So, ich gucke mir mal kurz den Katalog an. Wir wollen Ballen haben. Dann möchte ich bitte, wir brauchen ein paar Strohballen. Wir nehmen Quaderballen. Ja, wir nehmen mal zwei Stück. Sollte reichen. Dann das gleiche in Silageballen. Und dann brauchen wir auch noch Heuballen. Können wir daraus gleich Mischfutter herstellen. Ja, wo sind denn meine Heuballen? Hallo? Ah, hier. Nee, das sind Grasballen. Ich möchte aber Heuballen. Da. Zwei Heuballen. Gut. Stehen draußen. Muss ich irgendwie ein Gefährt noch finden, wo ich das mit aufladen kann. Ich suche mal geschwind beim Händler. Ja, nicht da drin, da draußen. Da vielleicht was? Nee, das geht, glaube ich, nicht auf, oder? Nein. Okay, ich suche mal kurz beim Händler. So, ich bin natürlich mal wieder fündig geworden. Okay, da ist eine Collie drin. Hier haben wir einen pinken Fahresen. Haben wir, glaube ich, auch auf dem Hof stehen. Gut, den hat er vielleicht zum Reparieren gerade gehabt. Wir machen hier erstmal das Fenster auf. Wenn das funktioniert. So, er hat uns tatsächlich hier schon mal einen hingestellt. Das finde ich sehr aufmerksam von ihm. Wie als hätte er gewusst, dass ich komme. So, und jetzt wird's gespannt. Wie laden wir das am geschicktesten auf, dass es passt? Vielleicht werden wir dann auch noch so eine Gabe kaufen müssen, weil... Oder, weil ich glaube nicht... Was kannst du eigentlich... Hier ein kleines Bildchen, kurz bevor ich jetzt hier aufhöre. Ja, aber der Hintergrund ist nicht so schön, aber egal, das wird passen. Nehmen wir da noch so das mit rein. So, haben wir einen Screenshot gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten, oder hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Dienstagnachmittag, haut rein, ciao, ciao.